Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Heute wird es ein etwas anderes Video werden. Zwar geht es wieder um Train Sim World 4, aber in einer etwas anderen Form. Train Sim World 4 wurde im September 2023 veröffentlicht und erstmals gibt es für die PC-Versionen von Train Sim World 4 auch einen Editor, welcher kostenlos im Epic Store heruntergeladen und genutzt werden kann. Damit wird Train Sim World 4 vom geschlossenen ins offene Konzept übergeleitet und das Ganze zeigt nun seine ersten Ergebnisse. Denn in der deutschen Community von Train Sim World 4 wurden in den letzten Tagen und Wochen die ersten beiden Streckenprojekte angekündigt. Und diese beiden Streckenprojekte, welche von der Community entwickelt werden, möchte ich euch im heutigen Video vorstellen. Eines dieser Projekte befindet sich noch im Planungsstatus, vom anderen Streckenprojekt gibt es sogar schon ein YouTube-Video, welches die Strecke, welche da entwickelt wird, in einem sehr fortgeschrittenen Zustand zeigt. Ich werde euch auch meine Gedanken dazu bekannt geben und ja, da würde ich sagen, starten wir. Es ist meine erste Reaction, wenn wir so wollen. Das heißt, das Ganze kann nur schiefgehen und wir sehen uns gleich wieder. So, und nun befinden wir uns hier im Forum von Railsim.de. Das Forum Railsim.de ist das größte Community-Forum im deutschsprachigen Bereich. Wenn es um das Thema Eisenbahnspiele und Eisenbahnsimulation geht, das Forum wurde in diesem Jahr 16 Jahre alt. Es geht hier hauptsächlich um den Train Simulator Classic und um die Train Sim World-Spiele, aber auch um andere Eisenbahnspiele wie beispielsweise SimVail und dann noch weitere Eisenbahnsimulatoren wie beispielsweise Zusi. Und im Forum wurde die erste deutsche Strecke für Train Sim World 4, also die erste Community-Strecke, angekündigt und zwar schon am 25. Oktober 2023. Dabei geht es um das Projekt S1 Zielitz Schönebeck-Bad Salzelmen. Das Ganze wird entwickelt von Wheel Gamer Live. Und er beschreibt hier sein Projekt: Hallo Community, ich habe seit langem überlegt, ob und inwiefern ich etwas mit dem TSW4-Editor machen möchte. Letztendlich habe ich mich nun dazu entschieden, meine Heimatstrecke, die S1 von Zielitz bis nach Schönebeck-Bad Salzelmen zu bauen, da ich diese bisher nirgends finden konnte, bis auf die eine Version vom Train Simulator, die es aber seit Jahren nirgends gibt. Stimmt, da gab es mal ein großes Projekt vor Jahren. Ich bin noch Anfänger mit dem Editor, so wie wahrscheinlich viele andere auch, aber das heißt auch, dass es viel Zeit in Anspruch nehmen wird, diese Strecke letztendlich zu verwirklichen. Ja, geht halt immerhin offen um, also als Einsteiger im Editor und dann gleich eine Strecke bauen, dann muss ich mal auch aus meiner Erfahrung sagen, Respekt. Ich muss dazu sagen, ihr wisst, einige von euch wissen das, ich habe zeitweise selber mal bei einem Payware-Entwickler für den Train Simulator Classic Zuarbeiten geleistet. Da ging es vor allem um Szenarien, aber es ging zum Schluss auch um Objekte. Das heißt, ich kann mir vielleicht so ein bisschen euch versuchen, ein Bild zu vermitteln, welcher Aufwand eigentlich dahinter steckt. Infos zur Strecke selbst. Die S1 Zielitz nach Schönebeck-Salzelmen hat eine Streckenlänge von 39 Kilometern. Er meint hier wahrscheinlich sogar Zielitz-Ort. Das ist noch, glaube ich, eine Station weiter. Ich habe das mal nachgeschaut. Und erreicht in den Abschnitten zwischen Magdeburg-Buckau und Schönebeck-Elbe eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h. Die Strecke wird hauptsächlich von einer Baureihe 425 der DB Regio Südost betrieben, aber auch vom Güterverkehr, der vom Kaliwerk Zielitz aus fährt und abgebautes Salz vom Kaliwerk über die Gleise transportiert. Finde ich schon mal schön, dass hier auch an die Industrieanschlüsse gedacht wird. Die Reisezeit beträgt 25 Minuten, was einen 30-Minuten-Takt erlaubt. Von Montag bis Freitag am Wochenende verkehrt die S1 nur stündlich. Ich halte euch zu diesem Projekt auf dem Laufenden und falls es Leute gibt, die mich unterstützen wollen, könnt ihr mir gerne schreiben, da ich mit den Themen wie Modellierung von 3D-Objekten, was für die Bahnhöfe sehr wichtig ist, überhaupt noch nicht auskenne. Ich danke euch für euer Interesse und auf ein spannendes Projekt. Ja, lieber Wheel Gamer Live, also ich wünsche dir auf jeden Fall
mit diesem Projekt gutes Gelingen. Die Streckenlänge ist für ein Anfangsprojekt völlig in Ordnung, also 39 Kilometer, aber ich stelle mir dieses Projekt auch sehr schwierig vor. Also die S1 Zielitz, Bad Schönebeck, Salzelm, das ist eine Strecke, die führt einmal von Nord nach Süd und umgekehrt komplett durch das Stadtgebiet von Magdeburg. Unter anderem warten hier Projekte wie der Magdeburger Hauptbahnhof, welcher sicherlich als 3D-Modell mit seiner ganzen Architektur sicherlich wirklich ein sehr komplexes Projekt werden dürfte. Aber ich muss sagen, ich finde dieses Projekt sehr interessant. Eine sehr schöne Strecke, Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Die S1 selber fuhr ja lange Zeit von Zielitz bis nach Schönebeck. Aber mittlerweile ist die ja, glaube ich, sogar verlängert worden bis nach Wittenberge, so wie ich das gelesen habe. Also ein sehr interessantes Projekt. Und wenn ihr den Real Gamer Live hier unterstützen möchtet, gerade in den Punkten 3D-Modellierung und er will die Objekte selber bauen für die Bahnhöfe, finde ich auch unglaublich wichtig, dass die Objekte, die nah an der Strecke stehen, gerade in den Bahnhofsbereichen, ich sage jetzt hier nur Magdeburg Hauptbahnhof und die anderen Bahnhofsgebäude, dass die eben ihre gewisse Eigenheit haben und eben wirklich selbst gebaut werden, finde ich wirklich eine sehr tolle Sache. Also er hat sich damit schon beschäftigt. Und wenn ihr ihm dabei unterstützen wollt und unterstützen könnt, dann, wie gesagt, meldet euch bei ihm. Es scheint sich hier, wie gesagt, hier um ein Freeware-Projekt zu handeln, was sich eben aktuell noch in der Planungsphase befindet. Inwiefern, es gibt auch noch keine Bilder von dem Projekt. Das heißt, wahrscheinlich liegen die Gleise, also wie gesagt, ich habe den Tweet auch mal durchgelesen, jetzt aktueller Stand ist, heute ist der, welcher ist denn heute überhaupt, heute ist der heute ist der 5. oder 6. November und ja, das ist so der Standpunkt, also Projekt angekündigt und aktuell aber keine Fortschrittsmeldung, wie weit das Projekt vorangeschritten ist, aber ich wünsche persönlich hier sehr viel gutes Gelingen und ich würde, wenn möglich, diese Strecke, sofern sie fertig ist oder fast fertig ist, würde ich sie natürlich auch gern vorstellen. So, dann würde ich sagen, springen wir mal zum zweiten Projekt und das ist ein Projekt, wo es schon etwas zu sehen gibt und zwar der User Pilot 21 oder Pilot 21. Da hat nämlich in Transom World 4 schon die ersten Ergebnisse im Editor geliefert. Transom World 4, Main-Spessart-Bahn S6, Friedberg, Frankfurt am Main West. Das ganze Projekt hat er im Forum von Dovetail Games vorgestellt und hat sich da in den letzten 2 Monaten schon hingesetzt und eben, wie gesagt, der erste Streckenabschnitt kann schon gefahren werden. Jetzt sehen wir jetzt natürlich hier nicht den Thumbnail, aber wir sehen es jetzt hier. Ich lasse das Video jetzt einfach mal laufen. Es geht halt darum, hier, wie gesagt, das erste, was wir hier zu sehen bekommen. Hier befinden wir uns am Bahnhof. Ich glaube, ist das schon Friedberg oder ist das noch, scheint es also auch schon das erste Szenario zu geben. Und das Ganze, was wir hier sehen, zeigt schon von der Strecke einen sehr fortgeschrittenen Standpunkt. Also Oberleitung sind da, Signalisierung scheint schon gemacht zu sein oder eingestellt zu sein. Wir sehen auch links und rechts der Strecke stehen die ersten Gebäude, was wir leider in diesem Video nicht zu sehen bekommen. Das ist eine Außenansicht, wir kennen das am PC von TSW 4 mit Taste 3 und Taste 8, wo wir so ein bisschen sehen, wie weit ist die Umgebung links und rechts gestaltet. Aber von der Führerstandsansicht aus, wo eben auch der Triebfahrzeugführer oder die Triebfahrzeugführerin hingehören, da sieht das Ganze schon richtig schön aus. Der Entwickler Pilot 21 hat für die Entwicklung dieser Strecke Assets von der deutschen Strecke Nittertalbahn verwendet und außerdem Assets von der deutschen Strecke Linke Rheinstrecke, also die Strecke von Mainz nach Koblenz, und das Ganze eben hier entsprechend aufgebaut. Ich glaube, die Gleise zum Beispiel stammen, wie ich das hier sehen kann, von der Nittertalbahn, und das Fahrzeug wird hier die Baureihe 423, es müsste die, glaube ich, aus diesem New Journeys Erweiterung sein. So, ich spule jetzt mal ein Stück weiter vor, bis es hier dann letzten Endes losgeht mit der Abfahrt. Ne, es sind immer noch ein paar Minuten. So, ich werde jetzt auch im Vorspann. Wir werden uns jetzt nicht das komplette Video anschauen, sondern nur einen Teil des Videos. Das komplette Video könnt ihr euch, wie gesagt, auf dem YouTube-Kanal von Pilot 21 anschauen. Link ist dazu natürlich in der Videobeschreibung. Und es handelt sich wohl auch hier um ein Mann-Projekt, also ein Projekt,
dass alles von ihm alleine gemacht wird. Und da muss man schon sagen, dieser Fortschritt, den wir hier zu sehen bekommen, der sieht schon richtig, richtig, richtig weit aus. Also richtig fortgeschritten aus, das muss man echt dazu sagen. Hier sind wir, wie gesagt, eben auch. Signale stehen schon, scheinen auch schon alles zu funktionieren. Und dann geht unsere Fahrt mit der Baureihe 423 jetzt von Friedberg in Richtung Frankfurt am Main. Ziel ist, also die Strecke ist fertig, wohl fertiggestellt oder fast fertiggestellt von Friedberg bis Frankfurt am Main West, also schon ziemlich weit ins Frankfurter Stadtgebiet hinein. Wir wechseln jetzt hier einmal das Gleis, dann wechseln wir noch ein Gleis, um dann auf unser korrektes Gleis zu kommen. Drüben sehen wir eine abgestellte S-Bahn, also er hat sich hier wohl selbst ein Szenario, glaube ich, gebaut. So wie ich das sehen kann, das ist keine Fahrplanfahrt, das ist wohl schon das nächste, wo er dran arbeitet, an einem Fahrplanmodus. Und das Projekt heißt ja Main Spessartbahn. Das heißt, es soll dann natürlich noch weitergehen. Und zwar soll es wohl auf jeden Fall zum Frankfurter Hauptbahnhof gehen. Das wird natürlich dann ein Monsterprojekt werden, diesen großen Frankfurter Hauptbahnhof für Transport 4 zu bauen. Also da muss ich echt sagen, Respekt, das ist nochmal 10 Nummern höher als der Magdeburger Hauptbahnhof, was wir vorhin erwähnt hatten. Wir sehen auch hier so links und rechts die Ausgestaltung der Strecke. Wir sehen natürlich auch, dass es jetzt hier in dem Video sieht so aus, als ob es etwas Performance-Probleme gibt. Aber das kann man letzten Endes nicht beurteilen, weil ob das nun echte Performance-Probleme im TSW 4 sind oder ob das einfach bei der Aufnahme so war, das können wir ja jetzt hier nicht nachvollziehen. Wir sehen aber auch hier die Ausgestaltung links und rechts, soweit wir das aus dem Führerstand wahrnehmen können, sieht das Ganze schon richtig hübsch und detailliert aus. Das muss man schon sagen. Dass da links und rechts die Landschaft, soweit wir es wahrnehmen können aus dem Führerstand, wie gesagt, es fehlt halt noch der Blick in die Außenansicht, sieht das Ganze schon richtig, richtig hübsch aus. Wir sind hier von der Ausgestaltung auch, soweit ich das beurteilen kann, auf jeden Fall auf dem Niveau der Wittertalbahn. Die Wittertalbahn ist für viele die schönste deutsche Strecke in TSW 4. Und ich muss schon sagen, da hat sich hier dafür, dass es ein Ein-Mann-Projekt ist, also es ist Wahnsinn, es wirkt so, als ob hier 4, 5 Leute mitgearbeitet hätten. Also, das Ganze ist schon echt eine Hausnummer. Wir sehen es ja jetzt hier links und rechts. Also das ist schon. Wir sehen auch jetzt ein bisschen den Blick in die Tiefe, den wir hier wahrnehmen können. Aber mal zum Projektnamen selber, Main Spessartbahn. Also es ist auch schon bekannt, es soll wohl noch zum Frankfurter Hauptbahnhof gehen. Und die komplette Main Spessartbahn, die verbindet die Städte Kassel mit Frankfurt. Die Strecke hat eine Länge von, glaube ich, rund 200 Kilometer, beginnt am Kasseler Hauptbahnhof, führt vorbei an Kassel-Wilhelmshöhe. Dann vorbei an Wabern, oder an Wabern, was ist Wabern oder Wabern? Wabern war es, Wabern, Dreisa, Marburg, Gießen, dann geht es vorbei an Friedberg und schließlich nach Frankfurt am Main. Es ist jetzt nicht ganz klar aus den Artikeln hervorgegangen, ob wirklich langfristig die komplette Main-Weser-Bahn gebaut werden soll. Wenn ja, dann muss ich sagen, echt Respekt. Wir reichen jetzt hier die Station wieder Wöllstedt, sehen wir auch schon. Relativ weit fortgeschritten ist hier von der Ausgestaltung. Wir sehen jetzt zwar noch keine Abfahrtstafeln hier an dem Bahnsteig, aber wir sehen schon, dass die Bahnsteige auch hier sehr detailliert aussehen. Die Schilder mit dem Bahnhofsnamen, die scheinen natürlich dann selber erstellt worden zu sein. Wie gesagt, man hat hier ausschließlich auf Assets der linken Rheinstrecke und vor allem der Nittertalbahn zurückgegriffen. Ich erkenne aber hier primär mehr Assets der Nittertalbahn als von der linken Rheinstrecke. Linke Rheinstrecke, das sieht man dann erst im Großraum von Frankfurt. Und ich muss sagen, dieses Projekt sieht hier sehr, sehr vielversprechend aus. Und das Ganze hat man eben nur in knapp 2 Monaten auf die Beine gestellt. Also wie gesagt, TSW 4, das ist ja erst am 26. September veröffentlicht worden. Zumindest der Editor kam erst am 26. September. Und das Ganze, naja, jetzt haben wir Anfang November. Das heißt, es ist weniger als 2 Monate und man hat das Ganze jetzt, das sag ich mal, grob 6 Wochen hier auf die Beine gestellt. Da muss ich auch echt sagen, echt Respekt. Und das Ganze als Ein-Mann-Projekt, da muss ich wirklich schon sagen, echt, also kann man eigentlich nur loben. Aber da gibt es noch einen Punkt, den wir beachten müssen. Deswegen habe ich anfangs ja auch erwähnt, Kassel entgegenkam. Aber hier gibt es nämlich noch eines zu beachten. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, dass ich zeitweise mal selbst bei einem Payware-Entwickler mitgewirkt habe.
Denn, wie schon erwähnt, die Strecke besteht wohl ausschließlich aus Assets, also aus Objekten. Dazu zählen die Gleise, dazu zählt die Vegetation, dazu zählen die Häuser, dazu zählt die Stromleitung, die Signale und so weiter und so fort. Die Oberleitung und alles eben aus Assets, die schon existieren. Und daraus ist quasi dieses Streckenprojekt zusammengebaut worden und das soll wohl ein Freeware-Projekt werden. Bei der anderen Strecke war das nicht so ganz klar, aber hier soll es wohl ein Freeware-Projekt werden, das heißt, es soll dann wohl kostenlos erhältlich sein. Allerdings wahrscheinlich auf der Basis, dass natürlich diese ganzen Assets hier nicht mitgeliefert werden, sondern dass lediglich die selbst erstellten Inhalte mitgeliefert werden, eben die, der Streckenordner, wenn wir das so wollen, und dass dann eben die Voraussetzung dafür ist, dass eben die Wintertalbahn und die linke Rheinstrecke in Besitz sein müssen. Und das ist ja auch für ein Freeware-Projekt ist das ja auch absolut in Ordnung. Das heißt, es muss nicht bezahlt werden. Das heißt aber auch, der Entwickler nutzt halt hier seine Lebenszeit und ich denke mal, das ist nicht wenig Lebenszeit, die hier, oder nicht wenig Zeit, die hier drauf geht für dieses große Projekt, dafür, dass letzten Endes damit eigentlich nichts verdient wird. Das ist der springende Punkt, denn ich habe schon Kommentare gelesen, wiederum, ja, so schnell, und da sollten sich andere Entwickler mal ein Beispiel daran nehmen, also gerade Payware-Entwickler, denn wir unterscheiden ja bei der Entwicklung zwischen Payware und wir unterscheiden also Payware und Freeware. Freeware ist das, was wir hier gerade sehen, da ist das sehr oft der Fall, dass eben sämtliche Assets, die schon existieren, die schon gebaut wurden, die schon ins Spiel implementiert wurden, und die werden dann eben zusammengesucht. Und da wird eine Strecke draus gebaut, die auch sehr schön aussieht, diese Freeware-Strecken. Ich habe auch echt Respekt vor den Leuten, die sich da in ihrer Freizeit hinsetzen und sowas machen. Aber beim Payware-Entwickler ist das anders. Zum Beispiel könnte so eine Strecke, die aus fremden Assets besteht, also aus Inhalten, die anderen gehören, kann ja nicht ohne weiteres verkauft werden. Denn Payware-Entwickler, die wollen ja Geld verdienen mit ihren Strecken, weil sie damit ihre Brötchen verdienen. Sogar eine Zugbeholung. Tolle Sache. Du hast gerade ein ICE, der hier vorbeisaust. Das ist mal eine richtig tolle Sache. Also scheint auch sehr am Fahrplan zu orientiert zu sein, diese Fahrt, dass man den Ball bemerkt. So, und Payware-Entwickler müssen ja ihre Sachen, ihr Geld damit verdienen. Natürlich kann man sich einigen, dass sich Payware-Entwickler mit anderen Payware-Entwicklern unterhält. Hier darf ich eure Assets benutzen. Im besten Fall werden sie einem überlassen. Im schlechtesten Fall geht es gar nicht. Im mittleren Fall muss eine Lizenzgebühr dafür bezahlt werden. Deswegen, das bedeutet halt, dass die Payware-Entwickler, also diejenigen, wo wir die DLCs bezahlen müssen, eben alles selbst bauen müssen. Und damit meine ich wirklich alles, vom Gleis, über die Häuser, über die Signale, also alles, was ihr hier zu sehen, alles, was ihr hier seht, muss dann eben auch selbst entwickelt werden und das dauert. Deswegen braucht halt so eine Strecke, je länger sie ist, also so 6 Monate für eine komplett neu gebaute Strecke, die wir beispielsweise von DTG bekommen, das ist nichts. Oder ich erinnere auch an das Projekt, wenn wir jetzt mal den Sprung zum Transmolator Classic machen, der ist ja ähnlich aufgebaut, ist das ja genau dasselbe, dass wir da eben in dieser Train Simulator Classic ist es ja genau das gleiche. Da gibt es auch Ein-Mann-Payware-Projekte, ich sage jetzt nur mal Ringbahn Berlin, aber deren Entwicklung, das sind halt auch 2-3 Jahre, die da reingeflossen sind, weil der Entwickler alles an Objekten selbst baut. Ich glaube, die Züge, die wurden von einem anderen Entwickler mitgestaltet, aber ansonsten ist da, soweit ich das mitbekommen habe, alles so die ganzen speziellen Objekte, und das sind ja auf der Berliner Ringbahn sehr viele, eben alle selbst gebaut. Und das ist der springende Punkt, was ich da sagen möchte. Man ist halt schneller mit dem Streckenbau, es macht trotzdem jede Menge Arbeit, das aufzubauen und gerade die Signalisierung, so dass es auch funktioniert. Das ist richtig viel Arbeit, die das macht, aber es ist trotzdem weniger, als wenn zum Beispiel Objekte komplett selbst gebaut werden müssen. Jede einzelne Bahn, jedes einzelne Haus, was irgendwo steht, wenn man das erst selber bauen muss, denn da gehört ja auch viele Schritte dazu. Erstens das Mesh-Bauen, also das 3D-Modell, man sagt dazu Mesh, das muss ja erstmal gebaut werden. Dann muss die Textur dazu erstellt werden, dann muss das ganze Mapping, das heißt, dass die Textur auf dieses Modell draufgepappt wird, sage ich jetzt mal so, also muss dann auf das Modell angepasst werden, dass das Ganze so stimmt. Ich kann euch sowas auch mal zeigen, wie das funktioniert, zumindest beim Transmolator Classic. Das Ganze, und dann muss das Modell natürlich noch im Spiel implementiert werden. Wir müssen mitunter noch die ganzen Schattentexturen, das Ganze noch erstellt werden. Das ist bei Unreal 4, haben wir ja einen sehr hohen Grafikstandard, und das Ganze bedeutet da eben auch einen sehr hohen Grafikstandard, dass
Arbeitsaufwand. Wie gesagt, also das möchte ich einfach, dass ihr das so ein bisschen mit bedenkt. Ne? Also die richtigen Payware-Entwickler, die damit Geld verdienen, die müssen halt oft viele Sachen selbst bauen. Sei denn, es gibt ein Abkommen unter den Entwicklern selber, dass sie halt untereinander bestimmte Sachen nutzen dürfen, aber trotzdem muss sehr, sehr vieles halt selbst gebaut werden. Und das frisst, gerade mit dieser Unreal Engine, das frisst enorm Zeit. Je detaillierter ein Objekt sein soll, desto mehr Zeit frisst das Ganze. So, wir machen jetzt hier mal bei der Strecke einen Sprung, denn ich möchte euch gerne noch den Raum Frankfurt am Main zeigen. Deswegen machen wir mal einen großen Sprung ans Ende des Videos. Und hier sehen wir schon, dass wir uns hier in Richtung Stadtgebiet bewegen. Kommt uns der nächste Video zu. Das komplette Video, wie gesagt, ist auf dem Kanal von Pilot 21 zu sehen. Hier stehen wir vor einem roten Signal. Also hat er auch schon ein sehr, sehr schönes Szenario gestaltet, wenn wir irgendeinem anderen Zug hinterherfahren müssen, so wie das aussieht. Also das Ganze wirkt schon sehr, sehr stimmig auf jeden Fall. Wie gesagt, gerade diese ganze Vegetation, die scheint eben, die ist glaube ich aus der Nittertalbahn, das sehen wir schon, hier bewegen sich die Blätter im Wind, wenn ihr mal links auf den Baum schaut. Das ist schon eine richtig, richtig tolle Sache. Aber die Hochhäuser, die wir jetzt hier gleich zu sehen bekommen, die Stadthäuser, die scheinen dann alle aus der linken Rheinstrecke zu stammen. So, wir sehen auch hier unterschiedliche Schienen, unterschiedliche Schwellentexturen, die hier verbaut wurden. Das ist auch wieder so ein Markenzeichen. Also es ist ein sehr großes und vor allem sehr interessantes Projekt, was wir hier bekommen. Wie gesagt, ich finde es ein Highlight, dass sich der Entwickler hier an den großen Frankfurter Hauptbahnhof herantraut. Ich weiß nicht, ob das Projekt erstmal, ich denke mal, dass es erstmal nur für PC kommen wird. Ich habe keine Ahnung, ob wir als Freeware überhaupt für die Konsolen und weiteres portieren können. Da ist es mir nicht bekannt, inwiefern das überhaupt funktionieren soll oder ob das irgendwann mal vereinheitlicht wird. Es soll ja noch zwei weitere Versionen vom Editor geben. Das soll ja jetzt im kommenden Jahr müsste das sein, die zweite Edition vom Editor kriegen und im Sommer dann die dritte Version vom Editor, wo auch dieses Tool noch weiter verbessert wird. Wir sehen halt schon hier, ja, wenn wir jetzt mal gucken in Frankfurt, wir sehen halt schon hier, dass es eben auch schon eine Stadt aussieht. Vorher waren wir so ein bisschen auf Land gewesen. Wir sehen hier, dass das schon viel mehr nach Stadt aussieht. Hier drüben die nächste S-Bahn, die rüberfährt. Also sehr, sehr viel Zugverkehr auch, der hier eben entsprechend eingebaut wurde. Also das Ganze wirkt schon sehr, sehr stimmig. Wie gesagt, es ist sicherlich besser als so manch andere deutsche Strecke, die ich gesehen habe. Für die ich damals noch in TSW und TSW2 bezahlen musste. Also da sieht das hier schon viel, viel schöner aus. Muss ich jetzt echt mal sagen. Also sehr viel Liebe zum Detail. Also man hat ja wirklich, hier ist wirklich Können dabei, diese ganzen Assets aneinander zu basteln. Da ist wirklich Können dabei gewesen. Also es sieht sehr, sehr detailliert aus. Gerade jetzt hier dieses Stadtgebiet, das ist echt schön der Hammer. Man merkt hier wirklich, dass man in einer größeren Stadt Großstadt unterwegs ist. Das ist schon sehr, sehr interessant. Also wir sind ja auf jeden Fall auf dem Niveau Nittertalbahn, vielleicht sogar schon ein Stückchen höher. Wenn ihr die Meinung von einem Streckenkundigen haben möchtet, also jemand, der die Strecke in echt kennt, dann empfehle ich euch den YouTube-Kanal von Train Gamer. Er hat zu diesem Projekt auch ein Feedback dagelassen und hat dabei bei diesem Feedback eben auch seine Kenntnisse eben bekannt gegeben, denn er ist die Strecke wohl selbst auf dem nördlichen Abschnitt zwischen Friedberg und Bad Vilbel selbst gefahren. Und da könnt ihr euch auch mal seine Meinung dazu einholen. Und ja, so, jetzt sind wir also hier angekommen in Frankfurt am Main West. Wie gesagt, das komplette Video ist auf dem YouTube-Kanal von Pilot21 zu sehen. Und da begeben wir uns auch schon hier ins Ende und gehen ja hier zurück, aber den Thumbnail kann ich euch leider jetzt nicht zeigen. Also, Video dazu ist in der Videobeschreibung. Ja, und damit sind wir schon am Ende zu den ersten beiden Freeware-Projekten, die ich euch heute vorstellen durfte. Nämlich einmal Schönebeck-Salzelmen, also hier die S-Bahn Magdeburg, und einmal eben die Main-Weser-Bahn, wo es eben schon einen Streckenabschnitt gibt, der wirklich sehr, sehr vielversprechend aussieht. Und dann seid ihr an der Reihe. Ich bitte euch mal um eure Meinung zu diesem Projekt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn
ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Was ist eure Meinung zu den beiden Projekten? Freut ihr euch auf diese Streckenprojekte, insbesondere auf die Main-Weser-Bahn? Ja, ich bin an der Stelle raus, wünsche euch noch einen schönen Sonntag, habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix der Weise.